Aloha Freunde, das ist Alex, ich bin Flo. Und das sind die Was geht ab Shorts. In der EU ist Antisemitismus trotz anhaltender Bemühungen der Mitgliedstaaten noch immer weit verbreitet. Unter dem Begriff versteht man die generelle Ablehnung des jüdischen Glaubens und des jüdischen Volkes. Der FRA-Direktor Morten Quirum bezeichnet den Antisemitismus als Beispiel dafür, wie sich Vorurteile über Jahrhunderte lang halten können. Die FRA, eine Grundrechteagentur der EU, hat für einen Bericht fast 6000 jüdische Bürger dazu befragt. Die Befragten kamen aus den 8 Ländern, in denen schätzungsweise 90% der jüdischen Bevölkerung Europas leben. Darunter auch Großbritannien, Italien und Deutschland. Dabei kam heraus, dass fast 3/4 von ihnen in den letzten 5 Jahren eine Verstärkung des Antisemitismus wahrgenommen hätten. In den letzten 12 Monaten wurde jeder 5. der jüdischen Befragten entweder beschimpft, belästigt oder sogar körperlich angegriffen. Nur 24% der Angegriffenen haben den antisemitischen Vorfall jedoch bei der Polizei gemeldet. Am heftigsten wird die Situation in Ungarn und Frankreich empfunden, wo 90% der Befragten Antisemitismus noch als großes Problem ansehen. Besonders oft würden Anfeindungen im Internet vorkommen, gefolgt von Sportereignissen und Demonstrationen. Judenfeindlichkeit ist für viele der Befragten nicht nur ein soziales Hindernis. Sie wird auch in anderen alltäglichen Bereichen wie der Job- oder der Wohnungssuche als Nachteil empfunden. Die Angst vor Übergriffen steigt immer dann an, wenn im Israel-Palästina-Konflikt irgendetwas passiert. Die Sorge ist laut dem Bericht erheblich größer, wenn die Befragten in einem Land mit hohem muslimischen Bevölkerungsanteil leben. In Deutschland wird der Antisemitismus von 61% der Befragten als großes Problem angesehen. Die Ereignisse der letzten Jahre scheinen diese Einschätzung leider zu bestätigen. Allein zwischen 2008 und 2012 wurden deutschlandweit mehr als 80 jüdische Gotteshäuser Ziel antisemitischer Angriffe. Dazu sollte man allerdings sagen, dass unter solchen Angriffen auch Graffitis an Wänden verstanden werden. Im Hamburger Vorort Pinneberg wurde am 75. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November ein jüdisches Gemeindezentrum beschädigt. Während der sogenannten Reichskristallnacht 1938 wurden in ganz Deutschland Synagogen und jüdische Geschäfte überfallen und zerstört. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es als beschämend bezeichnet, dass hierzulande keine jüdische Einrichtung ohne Polizeischutz ist, aus Angst vor Schändungen. Die Opposition wirft der Regierung hingegen vor, den Kampf gegen den Rechtsextremismus jahrelang vernachlässigt zu haben. In dem Bericht wurden auch einzelne Äußerungen der jüdischen Bürger dokumentiert. So sagt ein älterer Mann, dass es eigentlich keine Probleme gebe, solange er die jüdische Kopfbedeckung, die Kippa, nicht in der Öffentlichkeit trage. Werden allerdings jüdische Feste gefeiert oder der Glaube offen ausgelebt, hätten viele Juden mit Diskriminierungen zu rechnen. Anhand der Ergebnisse des Berichts sollen in der EU weitere politische und rechtliche Maßnahmen gegen die Judenfeindlichkeit entwickelt werden. Eine Reihe von Vorschlägen für die politischen Entscheidungsträger wurde bereits ausgearbeitet. So müsse vor allem gegen den wachsenden Antisemitismus im Internet vorgegangen werden, zum Beispiel durch die Einrichtung von Polizeiüberwachung. Frage, jetzt mal ganz subjektiv betrachtet, für wie repräsentativ haltet ihr diesen Bericht? Und habt ihr schon mal Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht? Eure Meinung dazu? Ab in die Comments. Wenn euch unsere Berichterstattung gefällt, dann lasst uns doch einen Daumen da oder teilt das Video sogar mit euren Freunden oder eurer Familie. Genau, und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, unter dem Alex könnt ihr abonnieren und hier könnt ihr euch gleich noch 2 weitere Videos anschauen. Unter dem Flo geht's zu Nerdstuff Gaming und Filmen bei Texcalibur und ganz unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu unseren Social Media Pages. Das war Was geht ab Shorts? Tschüss!